Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim Der Strakdark. in der Secret World. In unserem neuen Haus. Ja, haben wir uns gekauft, haben wir uns geleistet. Ja. Ja, ihr habt ja gesehen zwischendurch, wie ich mich angestellt habe in Agatha. Der Lesrak weiß das noch gar nicht. Putin ist übrigens auch wieder da hier. Hallo Ja, Putin. Putin. Yay. Da sitzt er. Und ja, wir müssen hier den Schädel noch mitnehmen. Der ist hier irgendwo im Haus angeblich. Oben am Dachboden angeblich. Da hinten. Angeblich. Angeblich, ja. Ja, ich muss die Quest ja noch annehmen. Ach ja, das war eine Nebenquest. Ah, okay. Da. Der Lesrak weiß auch noch gar nicht, was ihm jetzt blüht hier mit meinem neuen Skillung. Aber da ich ja hier diese ganze Agatha-Kacke gemacht habe, mit einem QS0-Waffe, die ich immer noch habe. Ich hoffe, wir machen jetzt schnell ein paar Quests zu Ende und dann kriegen wir ein bisschen Schwarz. Also, ich habe ein Sturmgewehr. Wo ist ein Sturmgewehr? Sogar zwei. Muss man gerade mal gucken. Ja, finde ich ein Sturmgewehr QS6. QS6. Wo hast du das denn Ja. her? Irgendwann mal gefunden und nicht, noch nicht aussortiert. Also ich bin QS5 Höhe. Aber wie berechnet sich das nochmal? Mit alle Punkte, die man hat, ne? Braucht Fertigkeit 5. Braucht Fähigkeiten 5 Ja, Sturmgewehr. das hab ich. Das hab ich. Dann ich gib mal her. Na, warte. Handeln. Wo ist es? Nein, das ist die Schrotflint. Oh, warte, ich habe zwei. Mal gucken, welches ist besser. Oh, ja, 199 Schaden ist besser als 180. Ja, das ist besser als meine 51, die ich bisher habe. Ja, sei froh, dass ich ständig vergesse zu verkaufen, ne? Oh, muss ja mal wieder aufräumen hier. Was habe ich denn hier für einen Ring? Ausweichenwert brauche ich nicht. Ausrüsten. Zack. Okay, haben wir noch irgendwas? Nee. So. Hauen wir uns nochmal die zeitgebundene AP-Verbesserung rein. Und dann geht's los. Weil ich brauche ja noch Skillung hier. Wo ist meine? Deine? Ja, ich dachte, du gibst mir auch eine. Ich weiß gar nicht, ob man die handeln kann. Ja, kann man, da werden auf dem Auktionshaus verkauft. Okay. Aber so von Spieler zu Spieler auch? Ich glaube ja. Also, machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, oder? Den hiesigen Sasquatch-Stamm finden. Warum ist denn das Haus immer noch weil das vom Hauptquest ist, ne? Ja. Okay. Also den Deathport-Stamm können wir uns direkt hinporten. Da ist er direkt. Ach ja, stimmt, das ist ja so ein Teleport. Also So. ich muss sagen, ich freue mich schon auf das Video. Auf das Agatha-Video. Ja. Naja, das war lustig. Okay, Bericht senden. Das war schon. Ja, mehr müssten wir hier wohl anscheinend nicht machen. Der Rückweg wird komplizierter, glaube ich. Gehen wir denn wieder zu den Jagdquests zurück? Die hatten ja, glaube ich, noch eine. Ja, können wir auch machen. Und hier übrigens habe ich ein neues Fortbewegungsmittel. Anstatt einem Motorrad ein Hoverboard. Bringt mir jetzt, wenn ich mit dem Lestrak unterwegs bin, noch nicht so viel, weil der hat das Ding nicht. Aber ich kann zum Beispiel das hier machen. Ich weiß gar nicht, wie wirkt denn das, wenn ich das mache, wenn du zuguckst hier. Sieht man da Jetzt was? bist du, ja, jetzt siehst du so ein bisschen schlecht unsichtbar aus. Ja. Oder digital, könnte man So sagen. kann man nämlich an den Leuten vorbei, ohne dass die einen bemerken. Das kann das. Ja. Allerdings nur für knapp eine halbe Minute oder so. Aber was heißt eigentlich, da, bis ich's habe? Das wären die Millionen. Ja, braucht man auch nicht. Aber für den Anfang fand ich es irgendwie. Ich habe die Skillung, die ich hier haben will, halt ausprobiert. Mit einem anderen Charakter. Die laufen auch in die falsche Richtung, oder? Aber hier kommt man raus, ne? Nein. Also hier sind wir richtig eigentlich, Dann wenn geh mal wir zu vor. dem. Okay. Und da ist es am Anfang echt nervig, wenn man dann den ganzen Zombie-Meuten da vorbei muss.
Die einen. Und dann hat man halt jetzt die Möglichkeit, dass man die nicht unbedingt pullt. So. Wendigos. Na, zeig mal, was du kannst. Achso, dich als Defensivziel. Oh ja, der Schaden ist schon besser. Hinten kommt noch einer. Kritischer Treffer. Yeah. Du willst Crit? Okay, warte. Ja, Crit ist immer gut. Ja, ich habe ja jetzt Zoolen. Also habe ich auch diese Crit-Verbesserung. Yay, Crit. Mache ich über 100 Schaden mit einem normalen Schuss. Also mit dem Aufbau-Ding. Ohne nicht gebufft, ich kann mich noch buffen. Nur dich oder auch mich? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, das ist nur für mich. Erhöht die Effektivität von Absorg-Effekten. Und das hier gewährt ihnen einen positiven Effekt, also dich nicht. Schade. Oh, ich wusste es, du bist egoistisch. Du magst mich 20% nicht. 20% mehr Schaden, dafür kriege ich aber auch 10% mehr Schaden. Das ist, glaube ich, für den Tank auch nicht so gut. Ach, wird überbewertet. Ich habe schließlich auch mehr als doppelt so viel Leben wie du. Ja, aber du hast jetzt eben auch nichts verloren. Groß. Natürlich nicht, bin ja auch OP. Ja. Was, nettes Styling. Ja. Gab's bestimmt irgendwann mal an Halloween, ne? Wir müssen oben lang, oder? Wir können auch hier unten auf der Straße lang. Okay. Dann müssen wir nur an den Zombies vorbei. Nur? Ja. Die sind ja nur Zombies. Das ist doch für unseren überragenden Skill ein Witz. Überragenden Skill. Ich sammle mal alle erstmal. Ja. Der eine ist schon halb tot. Okay, anscheinend stehen hier wirklich alle auf. Ja, das ist ja die Falle hier am Anfang. Das Problem an so kleinen Mobs ist dass ich mein, wenn du mit Sturmgewehr arbeitest, sind die Spieler da. Geht erstmal schnell ein paar Schritte zurück, als wenn sich das die aufstehen. Das Problem ist ja, wenn du mit Sturmgewehr, oh, die macht mit, die arbeitet die mit Bazooka. Na ja, das. Ja, kann man ja kriegen. Ist, dass du die Ressourcen nicht so krass aufbauen kannst, weil sie normalen Zombies eigentlich zu schnell tot sind. So, weiter. Oh, ich stelle mir aber vor, das ist echt gut zum Farmen von Rohstoffen. Kann ich mir vorstellen. Ja, geht so, ne? Ich meine, wenn du so einen OP-Charakter hast. So wie wir. Ja, genau. Ja, sind wir jetzt ja ohne Probleme durchgekommen, ne? Habe ich ja gesagt, überragender Skill. Ding, 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 ding. Okay, erstmal weiter geradeaus, glaube ich. Ja, stimmt. Hier ist so das Camp, oder nicht? Nein, dahin müssen wir doch nicht. Wir müssen zu den Indianern. Ach so, ja. Stimmt. Also du streckst deinen Hintern aber auch ganz schön raus da drauf, ne? Ja, ein weiterer Grund, sich das Ding zu kaufen. Naja, ich glaube, am Mann sieht das nicht so toll aus. Dim, 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 dim. Auf jeden Fall erinnert es einen auch an Zurück in die Zukunft. Ja, stimmt, ja. Das Ding, das er aus der Zukunft hat, ne? Ja, Marty McFly. Warum kommt hier immer so eine Horror-Dingens hier? Hier ist doch gar nichts. Wie Horror-Dingens? Hier kommt immer bei mir so ein Oh, ich habe die Musik ausgestellt, kann ich nicht so sagen. Ne. Hier, ja, ich finde die meistens sehr ablenkend, wenn man sich unterhält. Speicherkarte haben wir alles schon gemacht hier. Ja. Wir sind ja schon so richtig durch. Oh, noch nicht mal annähernd.
dem Gebiet? Ja, noch nicht. Das dauert noch eine. Wir haben vielleicht gerade mal ein Drittel oder so. Man müsste jetzt hier noch so Grinds machen können, das wäre geil. Wie so oft. Ach, bist du Skater? Nö. Aber ich kenne die Fachtermini nicht wirklich. Okay. Ganz ehrlich, hätte ich mir die jetzt auch irgendwie nicht so optisch vorstellen können, du auf dem Skateboard mit den ganzen Moves da. Nee, das ist auch... Also ich hätte nicht schlecht geguckt, das gebe ich zu. Einmal über den Typen jumpen, yay. Ich bin ja schon mit Inline-Skates überfordert. Ja. So, jetzt gucke ich nochmal kurz in den Shop, was ich ja... Ich wollte ja hier das Ding kaufen, wie viel das mal kostete. Was benutzt du jetzt eigentlich als Zweitwaffe? Clown. Ach, jetzt gehst du wieder auf die Mönchskillung. Ja, also nicht auf die Mönch, weil die... Ich brauche noch 12 Barren, dann müssen wir mal ein bisschen sammeln hier. Eine Nummer zu groß. Ich finde das übrigens sehr gut gemacht von den Spielerherstellern, dass man die jetzt auch kriegt. So, ohne dass man Zeug machen muss. So, eine Nummer zu groß. Filmsequenz. Wenn Sie zur Küste wollen, gebe ich Ihnen einen Gratistipp. Hören Sie gut zu. Mein lieber Mann hier trennt sich nämlich sonst nie kostenlos von irgendwas. Sie lässt mich nach Stunden bezahlen. Wie auch immer, Sie müssen sich vorbereiten. Die blassen Männer schützen ihr Gebiet und jagen eigentlich immer in Gruppen. Sie müssen das Gelände gut ausnutzen. Und wenn Sie jagen, Ihren Rudelinstinkt gegen Sie einsetzen. Genauso wie bei jedem anderen Tier. Obwohl Sie überhaupt nicht so sind wie andere Tiere. Es ist fast so, als könnten Sie hören, was in Ihrem Kopf vorgeht. Dann kann mir ja nichts passieren. Ich hab's einmal bis zum Ufer geschafft und dabei etwas im Nebel gesehen. Wenn es dort bleiben will, dann soll mir das recht sein. Es war groß. Größer als der Sasquatch letzten Juli? Ja, verdammt. Der wog gute 600 Pfund, war aber schon ziemlich alt. Er wusste, dass es Zeit war, weil das eben so ist. Aber die Kreatur da hat mit der Natur überhaupt nichts zu tun. Geburt, die Zeit dazwischen, Tod... Dieses Ding steht jenseits des Todes. Und jenseits unserer Macht. Es ist nicht tot, was ewig liegt. Ne? Aber Cthulhu haben wir ja schon in der ersten Instanz besiegt. Ja, das stimmt. Hatte vergessen, hatte mich ja gemutet. Ja. So, in der Küstenlinie in der Nähe, zur Küstenlinie in der Nähe gehen. Okay. Wie sieht denn das Gewehr aus? Sieht doch gar nicht schlecht aus hier mit so einem. Oh, sogar Granatwerfer unten dran. Ja. In einer der Skillungen hatte ich auch Granaten dabei, aber die habe ich, glaube ich, hier nicht. Flächenschaden macht zu wenig Schaden. Granaten machen teilweise ja hier auch Einzelschaden, von daher. Ehrlich? Ja. Die heftest du ja immer hier so an den Gegner an, das ist irgendwie ein bisschen doof. Naja, ich stelle mir vor, das sorgt für ganz schön Panik. Ja. So, hier laufen einzelne Viecher mit so komischen, ekligen Viechern rum. Ah, die Tiefenrufer, hi. Psst, hey, der Lesrack ja. Wieder, ja. Sammelst du wieder? Was sammle ich? Gegner. Das ist ein Date. Ja, ich sehe das schon. Siehst du? Sie will Zweisamkeit, sie will mich einfangen, weil sie mich so sexy findet. So. Und ich erschieße sie. Ja, ist besser, bevor ich mich zu sehr verliebe. Oh, oh, die kommen auf mich. Ah, nein. Oh ja, doch, gehen die auf dich. Das ist gut. Natürlich gehen die auf mich. Du bist der Tank. Oh. Ja, schlecht, wenn nicht. Was sind denn das hier für komische Effekte? Das sind solche Blasen, die sie machen. Da drin kriegt man dauerhaft Schaden, solange man drin ist. Okay. Ich habe jetzt gerade nicht so sonderlich viel Schaden gekriegt. Wir sind auch OP. Ja, die Schadenswerte gefallen mir immer noch nicht, aber ich habe auch Sturmgewehr noch nicht so richtig geskillt. Skillst du Sturmgewehr eigentlich auf Heilung oder auf Schaden? Ich bisher glaube ich auf Heilung, das ist glaube ich das Problem. Moment, muss man eben nachgucken. Ah, du kennst schon. Ja, mach euch, guck euch nach. Ich krieg ich hin. Sturmgewehr bin ich bis jetzt. Oh, nee, ich bin auf Schaden.
Und irgendetwas liegt es, dass ich noch nicht so gut bin. Ah, vielleicht kommt es hier nur so wenig vor, weil ich jetzt mit meinem überragenden Skill da bin. Man weiß. Oder weil es halt, weil die halt mehr Schaden wegblocken, das kann natürlich auch sein. Ja. Als die Kreaturen. Ich bin mit dem anderen Charakter noch nicht so weit. Naja. Wie heißt es so schön? Jeder von uns hat einen kleinen MOP in uns. Moment. Ich habe auch noch nicht alle Defensiv-Skills, glaube ich. Daran kann es auch liegen. Ah, es ist schon gut irgendwie jetzt, oder? Also, so richtig, also, dass jemand auch da ist, der ein bisschen Schaden macht. Wenn ich jetzt eine ehrliche Antwort gebe, bist du vielleicht eingeschnappt, weil ich merke kaum einen Unterschied. Also, ich merke schon einen Unterschied. Allein schon an den Zahlen, die dann aufploppen, das ist ein bisschen das Gefühl, dass du würdest Schaden machen. Auf die Zahlen achte ich nie, ehrlich gesagt. Okay, nochmal nachgucken hier. Passiven. Ja, ich habe noch ein paar Passive nicht. Was fehlte denn da noch? Ach hier, für 16 Punkte, die fehlt noch. Okay. Wird dann wahrscheinlich die hier ersetzen. Okay, mal gucken. Wir müssen noch Brutschoten töten, dann nur los. Böse Brutschute. Brotschute. Brutschoten. Brotschute ist cool, oder? Ja. Ein Inkubator. Ist das nicht jetzt dasselbe Quest, was wir in Kingsmas schon mal hatten? Ja, so ähnlich. Aber das ist meistens bei MMOs. Irgendwann wiederholt sich das einfach. Langweilig. Hätten sich was Besseres ausdenken können. Oh, ich muss mich mal eben hochheilen. Ich will jetzt nicht wieder Fremdwerbung machen, aber bei Teso ist es natürlich nicht so. Aber dass ich das Spiel liebe, sollte, glaube ich, schon jeden, der das hier guckt, klar sein, ne? Ja. Obwohl ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Bam, 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 bam. So, wieder den Lesrak auswählen. Der einzige Nachteil ist halt in diesem Heilungsding, dass du halt immer Gegner brauchst, um dich zu heilen. Ne? Ja. Ja. Es gibt auch noch ein Blutbild damit. Aber da warst du ja auch mit Clown nebenbei. Also mit Sturmgewehr, was ich ganz gut fand, aber... du musst da aus dem inneren Kreis eine Kraft nimmst du mit. Als Schadensmacher, aber die auch gar nicht so schlecht. Und wieder was gepult, haha. Ja, ich brauche EP. Nur für dich, du sagst ja, EP ist immer gut. Ich buff mal kurz meinen Schaden, damit es schneller geht. Das merkt man schon deutlich. Oh, mach du. Ja. Ja, das liegt schon. Grob 60% mehr Schaden, wenn ich die Dinger aktiviere. Stirb, Brotschote! Brotschute. Brotschote. Aber was habe ich dir getan? Nix, du musst trotzdem sterben. Genau, du bist immer noch die Brotschote. So, da hinten ist noch so eine Brotschute. Auf sie mit Gebrüll. Und während du den Inkubator platt machst. Moment. Ja. Hinter mir? Ich soll sie platt machen? Ich dachte, ich soll sie nur binden. Oh, hinter dir. Ja, ich glaube dadurch, du dass ich jetzt Tank ein sein. Bisschen Schaden auch austeile. Obwohl, ich habe vorher auch ziemlich gepult, glaube ich.
Oh, ich habe gesagt, vergessen, dich als Defensivziel einzustellen. Ja. Boah, ist halt. Ich habe jetzt hier auch so einen Gruppenheilungsskill, den kann ich auch mal ausprobieren. Ich bin jetzt aber schon echt gespannt auf die Distanz. Ja, ich glaube, für Instanzen ist es nicht sonderlich gut. Mit dieser neuen Skillung von dir. So, aber ich kann mir meinen neuen Skill leisten, glaube ich. Ach. Du fliegst raus, du kommst rein. Noch mehr Schaden, yay. So, was ging als nächstes? Schadensbuff, Schadensbuff. Schadensbuff. Ich musste übrigens Hammer skillen dafür. Um einen Defensiv-Skill zu kriegen, musste ich Hammer komplett fast ausskillen. Okay. Also einen Bereich im äußeren Ring. Und ich brauche jetzt aus Pistolen auch noch eine Kraft. Und zwar eine Elite-Kraft, so habe ich sogar. Und wo ist sie? Na? Na? Da, Abschuss. Abschluss. Erhöht den Schaden und die Heilung durch ressourcenverbrauchende Kräfte um 7,5%. Aber ich denke, ich werde erstmal hier unten Ernte und Saat mir holen. Das brauche ich noch eine Weile. Okay, ja, wir müssen noch Brutschoten töten. Ja, Brutschoten kommen ja nicht näher, glaube ich, wenn man die angreift. Warte mal. Außerdem muss ich dich ein bisschen heilen. Das kann ich nur, indem ich Brutschoten angreife. Boah, bist du hässlich. Nein, ich meine den Atlantik-Tiefsee-Mutant. Danke. Immer. Oh, ich dachte, du sagst nette Sachen zu mir. Okay. Bam. Okay. Läuft. Und? Ich habe übrigens von meinem Bekannten schon ein bisschen Feedback von dem Rollenspiel gekriegt. Gürfalken ist ein Idiot. Ja. Weil er mich zur Informationsbeschaffung geschickt hat. Super Anführer. Ach so. Dann muss ich sagen, er kennt die ganze Person ja noch nicht. Ja. Also im Spiel, ihr Charakter, ne? Dazu muss man aber sagen, er hätte sogar gefragt, ob er Erfahrung damit hat. Und er hat nein gesagt. Ja. Aber trotzdem wollen die wissen, wie es weitergeht. Ne, warte mal kurz. Lief doch nicht ganz so, wie ich's wollte. Geh doch lieber wieder da, okay. Kann man hier irgendwo Bruthexen? Bruthexen. Da ganz hinten, da müssen wir, können wir hier am Rand vorbei oder uns durchschlachten. Nebelrufer. Ja, Lesrak mag Nebelrufer. Okay. Ich mag alles, was weiblich ist und piepert. Zwei große Pieps. Ich schaue dir in die Augen, Kleines. Drogen? Ach ja, und meine Bekannten wollen wissen, welche Drogen du mir gegeben hast. Human. Ja, weil ich mich ja ganz human in dem Rollenspiel eingestellt habe. Ja, also nicht so, wie sie mich sonst immer kennen mit den Sprüchen und sowas her. Deswegen wollen sie wissen, was für Drogen du mir gibst. Die wollen sie auch für mich haben. Das mit dem kritischen Trefferbuff ist gar nicht so verkehrt bei mir irgendwie. Also scheint...
Ja, ich habe ja momentan noch diesen Skill drin aus dem Elementarismus, der bei jedem siebten Treffer einen Crit macht. Macht schon einen Unterschied. Ja, der wird aber auf kurz und lang rausfliegen, glaube ich. Ah, der. Der ist gut. Ja, kann ich gut sehen. Aber ich glaube, der Malay hat den, glaube ich, auch. Ja, nee, der den will anderen. Ich ja auch haben. Ja, das ist alles. Ich habe jetzt ja den aus der Hammer, aus dem Hammerbaum, dass alle Ressourcenbilder mehr Schaden machen. Da gibt's einen, der sowas macht. Okay. Aber kann auch sein, dass es alle Ressourcenbilder besseren Absaugeffekt machen. Das kann ich auch. Ich hab's gerade nicht im Kopf, aber das ist bei mir dasselbe. Also es funktioniert ganz gut, du verlierst kaum Leben. Ja. Hab halt einen OP-Heiler dabei. Ah, Mist, zu früh. Jetzt. Und? Ein Elementarismus-Fokus. Ach, da hinten sind die Hexen. Okay. Ich will hier noch einen Nebelrufer. Aha, schön lange. Aha. Zum Warmwerden. Okay. Dinge. Ich wette, sie kann Dinge mit diesen Tentakeln anstellen. Genau, Dinge. Oh, die weichen ganz gut aus in den Schüssen, ey. Das ist nicht so schön. Gerade schön den Crit aufgeladen, ausgewichen. Schon wieder! Dämliche Viecher! Oh, du bist wieder nicht als Defensivziel eingestellt. Also gut, jetzt aber. Bitteschön. Kriegsausbeute. Ja. Weißt du Bescheid? So heißt er. Aber wenn ich auf deine Heilungszahlen achte, mit jedem Schuss, den ich dir verpasse, kriegst du ungefähr 140 Leben zurück. Das muss erstmal einer wegschlagen. Ja. Aber irgendwie haben wir momentan kein wirkliches Thema. Gerade ein bisschen ruhig. Sonst haben wir immer irgendwas, politische Themen ansprechen oder religiöse, aber das wäre langweilig. Ja, vor allem, weil ich von Politik sowieso kaum was verstehe. Oh Gott, hat man sowas? Wer ist denn dein Lieblingspolitiker? Keine Ahnung. Politiker sind so beliebt, ey, ich glaube... Hä? Bin ich eigentlich noch in der nein. Ups. Bist du? Entschuldigung. Siehst du, du hast von Politikern angefangen, dann habe ich direkt nur. Ne, jetzt kriegt er keine Heilung mehr. Ne, das kriegt er noch hin. Na gut. Schadenbuff. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ganz einfach. Sie ist in der Seite. Das erste Mal, dass du mich wirklich hast sterben lassen. Ja, kann ja passieren. Nehme ich hier nicht übel. Sagte er und holte 10 Riesen und rannte dann weg. Kann ich wenigstens jetzt hier noch ein paar Leute töten. Aber wenn ich jetzt eine Bruthexe töte, dann zählt das... Ach, du bist schon wieder da. Okay. So, dann hier bitte. Defensivziel Lissrak. Natürlich bin ich wieder da. Putin hat aber auch nichts gesagt, ne? Natürlich hat er nichts gesagt. Er hatte wäre. Genauso wie ich Vertrauen. Hat sie dann gesagt, ja, der ist schön. Der hat dich abgelenkt. Das ist was völlig anderes. Das vergleichst du Schuhen mit Äpfeln, okay. Bären mit Äpfeln.
Ach so. Na dann. Karl hasst mich. Putin liebt mich. Er ist genauso ein Kriegstreiber wie ich. Ja, korrekt. Und nein, das war jetzt nicht politisch nicht und korrekt, die reitet auch weil nicht auf wir von einer Eule reden. Manchmal. Ja, gut, Thema. Ja, ich höre. Ja, ich überlege. Das einzige Thema, das mir jetzt einfallen würde, wäre Blood Bowl, weil ich da selber gerade ordentlich im Suchten bin. Nein. Hast du schon ein Spieler über Level 5? Schrotflinte? Was soll ich denn mit einer Schrotflinte? Okay. Ja, deswegen habe ich mich auch gerade gefreut, aber dann... Ne. Ich fand, die sieht immer aus wie ein Sturmgewehr. Hier hinten ist ein Nebenquest. Oh. Was zur Hölle ist das? Bäh. Bist du hässlich? Die unser Questmob. Ja. Oh, ist weiblich, ha. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja, ich schieße hier gerade in den Hintern. Sie versucht mich zu küssen. Ja. Sie ist weg, nein, ich war halt zu männlich. Ein bisschen Heilung für Lesrak, so. So, hier Militärfunkgerät. Echos in der Ewigkeit. Wahrscheinlich ist es okay. Ja, ein bisschen, ne? Das hört sich wie ein Buch an. Ja, ich untersuche hier mal inzwischen die Leiche und so. Funkgerät zur Ortung einsetzen. Ach nee, nicht schon wieder so ein Scheiß, ey. Achso, wo bist du denn? Ach, da hinten. Hilfe. Hilfe! Bitteschön, Hilfe kommt. Dankeschön. Nur eben wieder Schaden buffen und dann kommt noch mehr Hilfe. Dinge. Ah, die Hexe ist wieder da. Sie kann Dinge. Nichts wissen will. Ja, Dinge. Weiß ich doch. Hätte FSK ich 60. Jetzt den, glaub mir, dann müsstest du das FSK 60. 60. Scharfer Fels benutzen. Was kommt 60. Da jetzt? 60. Ja. Was Ekliges. Okay, ich habe mit so einem Krabbending gerechnet. Na. Bam! Bericht senden! Zwei sogar. Hm. Und eine Schwarzbahn. Zwei? Ja. Oh. Koali. Zwei Schwarzbahnen. Funkgerät mit. Mach mal hinten okay. Diesen komischen Schleierer oder wie die heißen, tot. Soldaten leicht benutzen. Okay. Aber das ist echt angenehm, dass du die Leute immer wegpulst und ich die in Ruhe abschießen kann. Das ist eine jetzt okay. Sehr schöne Kombo. Ach ja, jetzt müssen wir dieses komische Gerät benutzen hier, ne? Was haben wir hier? Erkennungsmarke des Kundschafters, Einsatzteam Echo habe ich noch irgendwo in meinem Inventar. Ach nee, ich hasse die. Piep. Piep.
weg von dem, wo ich wo wir hin müssen. Wo rennst du da hin? Warum muss es denn dann piepen? Ich meine, da wird sogar angezeigt, wo wir hin müssen. Naja. Ach so. Extra für dich, das ist die Koali-Quest. Oh, hör auf! Du sagst dir sowas doch als Klingelton für ein Handy. Was hast du? Naja, ich hab frauenfeindliche Liga als Klingelton. Was denn? Frauenfeindliches Lied. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Niemand ruft den Lesrak an, also Leute, ich wurde ewig nicht ruft den Lesrak mal an. Ja, ich weiß nur noch, dass du mir das... Die paar Personen, die meine Handynummer haben, da... Ja, ich habe 6 Leute, die haben meine Handynummer. Mhm. Ja, ich hasse es halt, unnötig angerufen zu werden. Ja. Diesen Anruf so, na, wie geht's, und dann nichts zu sagen zu haben, weißt du? Genauso wie wenn man eine Schreibnachricht kriegt, wo einfach steht, hi. Man schreibt zurück und dann kommt nichts mehr. So, ich hasse sowas. Das ist so ein auch dieses WhatsApp-Fieber. Ich hatte ständig gemacht, das hat mir so auf die Nerven gegangen. Hab ich nicht. Ah, jetzt hast du es getötet, bevor ich meinen Heilschuss ansetzen konnte. Tut mir leid. Es hat zwar Brüste, aber ich denke, es ist ein S. Ah, es hat Brüste, das reicht mir. Hi. Ich finde das blöd, da bleibt man zwei, wenn die hauseigenen Schädlinge da gar nicht angezeigt. Hey. Ja. Ja, auch dass die Zuschauer immer Menschen sind, finde ich auch voll blöd. Also im Grunde finde ich nur grafisch ist es besser, aber in den meisten anderen Sachen schlechter. Ja. Also finde ich persönlich, ne? Aber es wird vielleicht, aber ein Bekannter, also ein Kumpel von mir meinte, das wird noch gemacht. Also dass nach und nach auch die wieder auch deutsch noch synchronisiert werden sollen da alles. Die das wäre cool, obwohl die hatten jetzt ja auch andere Synchronsprecher auch schon im ersten Teil, ne? Also unterschiedliche Synchronsprecher. Ne, die hatten auf Deutsch unterschiedlich, der Bob hatte zwei verschiedene Stimmen. Okay, ist mir nie aufgefallen. Alles KP, alles KP. Oh, der Lesrak ist schon wieder nicht als Defensivziel angewählt. Ja, ich heil ja, ich heil ja, ich heil ja. Hilfe! Ich steig mal auf den anderen Heilungsskill um. Oh, der heilt nicht so schnell, verdammt! Boah, das war knapp. Solange du mich heilst, ist mir das schon ziemlich egal. Du bist bei 0. Ja, ich war schon bei 0. Okay, der andere Heilungsskill ist kacke. Ich wurde das eigentlich aber ich hab's gerade gelernt. Der macht das Boni kriegst auf die Ergebnisse vor dem Spiel. Ach, die Dinger! Ich dachte, das ist nur sowas wie Wetter. Ja, kannst halt auch irgendwie sein, ja genau, dass du hier und ein Sonder, Zug mehr und ein Zug weniger Sachen kriegst wie. Nein, ich habe noch kein Geld dafür. Ich brauche ja noch Spieler. Hast du eigentlich schon Gebäude in deiner Arena gebaut? Nein. Wofür? Hast du deine Arena wenigstens Geld schon aufgelevelt? Auch noch nicht. Geht mir ähnlich. Ich habe die nämlich nur aufgelevelt mal und dann dachte ich, man kann umsonst eine Sache bauen, weil das war schon teuer genug, die aufzuleveln. Hab ich mich noch nicht aber befasst. Nein, die Gebäude kosten auch noch extra was. So, hier irgendwo muss jetzt was sein, ja? Erstmal alles bereinigen hier. Ja. Wahrscheinlich. Also ja. So schnell sind wir nicht. Wenn wir das letzte haben, ist das erste Spiel. Komische Wolke.
Was meinst du, was in Wolken drin ist? Wolke? Das ist Wasser. Toxine. Ja, keine Ahnung. In diesem Spiel wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, ja. Eine Klinge für dich. Siehst du? Okay. Nein. Meiner 200. Piep. Ich lauf mal. Ist bestimmt. Piep. Ah, stimmt. Da hinten auf dem Schiff war einer. Daran in der Enkel noch. Okay. Das würde natürlich helfen. Moment, Schadenbuff. Ah, ne, mein Fehler. Ich weiß, wo einer ist. Moment, man muss aber auch sagen, du hast eben ziemlich lange ausgehalten gegen diese vier oder fünf Viecher, die da standen, ne? Ja, weil du ja gesagt hattest, du hast mich nicht mehr defensiv zielt, dann habe ich mir die Mühe gemacht, auch mal auszuweichen, ja, und zu bewegen. Ich habe immer noch das Problem, manchmal springt das einfach um, ohne dass ich das merke. Also jetzt. Ja. Das ist Karls Schatten, seine Macht, sein Fluch. Also du hast aber recht, ja, also, wie gesagt, ich mach jetzt auch vernünftig Schaden. Vorher habe ich ja, keine Ahnung, 10 bis 30 Schaden gemacht, und jetzt mache ich 18. Weil. Ja, ist auch eigentlich schon. Da weil ich auch nicht drauf geachtet. Wäre jetzt schon eine Folge rum. Töten wir den. Wir gehen noch hier zu diesem Pieps. Ich bin dafür, dass wir bei ersten Soldaten Leiche einsammeln, wegen dem, damit das Gebiet aufhört. Nein. Ich meine, du kannst es gerne dir anhören bis zur nächsten Aufnahme. Es nervt rum. Schneller töten muss diese Viecher. Oh, bei mir jetzt aufgehört. Komm mir näher zu mir, dann hört's auf. Tatsache. Warum? Weil hier in der Nähe der Soldat ist, da auf dem Schiff, der das Signal gesendet hat. Cool, kann ich. Nee, ich schieß das jetzt noch ab. Ah, jetzt zieht er sich. Und hier ist ein Zombie. Ein Tourist. Guck mal, es ist schon wieder umgesprungen, aber diesmal ein bisschen. Touristen waren auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ne? Früher waren die noch friedlich und haben sich an die gesetzt. Nee, dass es passiert ist, habe ich nicht mal gecheckt. Wie das passiert? Komm, du kannst uns eh nix hier. Das sowieso. Genau. Werkzeug. Wir haben die Power der Koalas. Oh, ich muss mich mal heilen. Hey, sind ja noch mehr von den Viechern. Und eins. Großer Schuss. Vampire sind scheiße in Blood. Ich hoffe ja, dass bald Vampire in Blood kommen. Ja, das sagt jeder, aber ich habe mit denen in 1 gespielt und ich hatte keinerlei Probleme mit denen. Hattest du schon mal Bretonen als Gegner? Vielleicht habt ihr sie einfach nur falsch benutzt. Nein, Breton noch nicht. Nee. Breton sind, glaube ich, der einzige, die ich noch. So, schöne hier. Wir beenden das mit einem schönen Blick auf das Meer. Wie romantisch. Meer. Am Meer? Eukalypter. Okay. Wir hätten hier unser Haus errichten sollen. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Secret World mit Koali. Schön Meerblick. Und. Gott. Eukalypter. Selbst das kriegt mich hin. Nochmal für. Bis zum nächsten Mal mit Koali und. Tschüss. Lass Ragtag.